Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten vom Betze. Präsentiert von Krombacher. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße alle Medienvertreter, die hier im Presseraum unseres wunderschönen Stadions hinten zusammengefunden haben. Ebenso wie alle, die jetzt am Monitor sitzen und auf YouTube gucken. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Cef Saibene vor unserem Heimspiel am morgigen Mittwoch 19 Uhr hier im Fritz-Walter-Stadion gegen den FC Ingolstadt 04. Wir haben für die Partie Stand jetzt 2200 Tickets verkauft. Es sind noch bis morgen um 13 Uhr Tickets online erhältlich für Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Dann darf ich schon mal kurz anfangen und die Informationen weitergeben, wie es im Kader aussieht. Es ist leider so, dass neben Anas Bakat, der ja noch verletzt ist, auch Alex Winkler und Nikola Sessa ausfallen werden und auch bei Hikmet Çiftçi wird es nicht erreichen. So viel schon mal zum Kader und dann kommen wir jetzt zum Wichtigen, nämlich zu den Fragen an unseren Cheftrainer Cef Saibene und den Anfang macht direkt der Andi Böhm von der Rheinpfalz, der schon ganz aufgeregt winkt. Bremsen. Jetzt darfst du. Herr Saibene, eine Frage zu Hikmet Çiftçi. Was für eine muskuläre Verletzung hat er genau? Wo hat er die Verletzung? Und in der vergangenen Saison waren Sie ja Trainer der Gegenseite. Inwieweit unterscheiden sich die beiden Mannschaften jetzt qualitativ von ihrer Zusammensetzung her? Und was können Sie aus der vergangenen Saison vielleicht noch mitnehmen in diese, um den Gegner zu bespielen? Also Hiko ist auf einem guten Weg, hat gestern mittrainiert, aber mir fehlt so ein, zwei Tage Training noch, damit er spielen könnte, aber die Verletzung ist mehr oder weniger ausgeheilt. Das heißt, für nächsten Samstag wird er 100% wieder zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass Lautern und Ingolstadt zwei Mannschaften sind, die sich auf Augenhöhe treffen werden. Ich denke, so vom Potenzial her würde ich sie beide gleich stark einstufen, auch wenn Ingolstadt schon den einen oder anderen Sieg eingefahren hat. Doch auch einige neue Spieler dabei bei Ingolstadt, die ich noch nicht so gut kannte. Das heißt, die Mannschaft hat sich doch ein bisschen verändert. Ich denke, dass wir doch letztes Jahr vor allem am Anfang viel mehr mit jungen Spielern gespielt haben und im Moment das nicht mehr so der Fall ist in Ingolstadt. Aber es ist eine robuste, physisch gute Truppe. Klar kenne ich sie, vielleicht besser wie andere Mannschaften. Aber ob das immer ein Vorteil ist oder so, ich glaube, wenn nachher das Spiel losgeht, dann das ist nicht mehr so ausschlaggebend, ob ich jetzt die Mannschaft gut kenne oder weniger gut kenne. Aber klar kann ich unseren Jungs ein, zwei Tipps geben, was den Gegner anbelangt. Aber ich glaube nicht, dass das entscheidend ist. Gerrit Schnabel von Betze Brent mit der nächsten Frage. Herr Saibene, die Mannschaft hat sich zuletzt unter Ihrer Leitung in den Spielen stabilisiert. Gegen München haben Sie jetzt in einem 4-1-4-1-System überrascht. Was erwarten Sie denn von Ihrer Mannschaft auch taktisch morgen, damit es dann auch mit dem ersten Saisonsieg klappt? Also mir hat zuerst mal die Art und Weise gegen Bayern gut gefallen oder besser gefallen. Es wurde im Laufe des Spiels immer besser. Auf jeden Fall, wir hatten am Anfang ein bisschen Mühe, weil Bayern halt wirklich spielstark ist, sehr, sehr talentiert ist. Und so nach 25, 30 Minuten kamen wir immer besser ins Spiel und die Jungs haben das dann eigentlich gut umgesetzt. Ich glaube, jeder hat gesehen, was uns gefehlt hat am Schluss, war die letzte Effektivität in den letzten 10, 15 Minuten.
Da müssen wir ein oder zwei Tore schießen. Das ist dann im Fußball halt entscheidend. Wichtig ist trotzdem, dass wir uns mal zuerst die Chancen kreieren, dass wir 5, 6, 7 hochkarätige Chancen hatten. Das ist mal das Wichtigste. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir sie auch reinmachen. Also das, ja, da fehlt auch manchmal das Quäntchen Glück oder die letzte Überzeugung. Aber da arbeiten wir dran. Und wie gesagt, ich bin froh, dass wir mal uns die Chancen kreieren. Das ist mal das Wichtigste. Und jetzt müssen wir sie reinmachen. Und das wird uns auch wieder gelingen. Da bin ich zu 100% überzeugt. Weiter geht es mit Jan Jaworski vom SWR. Herr Sabene, Sie haben gesagt, Sie wollen morgen Ihren Spielern den einen oder anderen Tipp geben, wie man die Ingolstädter bespielt. Was sind denn das so für Tipps? Wie muss man gegen Ingolstadt denn spielen? Und was sind da so Ihre Stärken oder Schwächen vielleicht auch? Kann ich Ihnen ja wirklich jetzt nicht hier sagen, sonst wäre ja ein bisschen... Ja, fehl am Platz. Klar kann ich meinen Jungs ein paar Tipps geben. Ich weiß, wo sie vielleicht die ein oder andere Schwäche haben. Ich weiß aber auch, wo sie die ein oder andere Stärke haben. Also sie haben schon auch Potenzial in der Truppe, Qualität in der Offensive, gute Präsenz in der Defensive, auch in der Innenverteidigung, Kopfball stark und so. Also das sind Tipps, die ich schon in der Mannschaft weitergeben kann. Ja, und sonst erwarte ich wirklich ein Spiel. Wie gesagt, ich kenne beide Mannschaften gut und das wird sehr ausgeglichen sein und in meinen Augen auch sehr spannend. Und ja, auch da wird die Effektivität halt immer ein großes Thema sein und wir müssen probieren, unbedingt unsere Chancen auszunutzen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen können. Gibt es noch weitere Fragen? Ich schaue noch mal in die Runde. Letzte Chance für eine Frage. Tatsächlich alle zufrieden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Kommt alle gut nach Hause, bleibt gesund. Dankeschön. Bis morgen. Danke.